Mein Name ist Dani Gornin, ich darf so ein bisschen durch das Programm führen. Vor dem Abendessen, wir haben jetzt dann noch drei kurze oder auch längere Impulse heute geplant vor dem Abendessen, bevor es dann zu dem Star Trek Teil geht. Es ist mir eine besondere Freude, heute Thomas Reinhold hier ankündigen zu dürfen, der schon seit mehreren Jahren sich mit dem Thema Cyberpeace auch beschäftigt, was ja auch ein zentrales FIF-Thema ist. Er forscht direkt an der Schnittstelle zwischen Politik und Informatik, und zwar in Darmstadt am PSEC, wo sich eben zu Wissenschaft und Technik, zu Frieden und Sicherheit, wo dazu geforscht wird. Und deswegen ist er da mitten im Thema und wird uns heute eine kleine Keynote geben. Und dann verliere ich gar nicht längere Worte und bedanke mich, und du hast das Wort. Danke, Daniel. Technische Probleme bekämpft. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für euer und ihr Interesse an dem Thema. Als Rainer mich gefragt hat, ob ich die Keynote hier halten würde, habe ich mir mal überlegt, was so ein passendes Thema wäre, was vielleicht hierher passen würde. Und ich habe mich am Ende für ein Thema entschieden, was mir seit vielen Jahren einfach unglaublich wichtig ist und am Herzen ist. Und was sich grob mit dem Thema, mit der Bezeichnung Informatik und Verantwortung über die Gestaltung von Technik und Debatten umschrieben habe. Kurz im Hintergrund, damit Sie und ihr wisst, wo ich ein bisschen herkomme. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt am Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit. Der Lehrstuhl wird geführt von Professor Christian Reuter. Ich sehe im Publikum auch Kollegen und Kolleginnen aus dem Lehrstuhl. Wunderbar. Thea wird einen Vortrag halten am Sonntag, um den hingehen. Genau, und was wir am Lehrstuhl so ein bisschen versuchen, und ich glaube, das passt ganz gut auch zu dem, was Rainer gesagt hat, ist sozusagen an der Schnittstelle zu sein von drei wichtigen Themenbereichen, nämlich einmal der Friedens- und Konfliktforschung, der Menschen- und Computerinteraktion, der Cybersecurity, weil wir festgestellt haben, dass sozusagen genau diesen, dass sehr viele wichtige Themen sozusagen gar nicht isoliert betrachtet werden können, sondern man muss es irgendwie mitdenken. Und so sind wir halt am Lehrstuhl aufgestellt, von verschiedensten Kompetenzen her, und so versuchen wir auf Forschungsthemen draufzuschauen. Ich selber bin noch honoriger Diplom-Informatiker, das ist schon ein paar Jahre her, habe mich damals auf KI vertieft, ein Thema, was mich seit damals begleitet hat und jetzt gerade ja wieder total virulent wird. Ich bin bei Professor Reuter Doktorand und fingers crossed hoffentlich demnächst fertig. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Transatlantic Cyber Forum der Stiftung Neue Verantwortung. Hatte in dem Kontext sehr, sehr viele dankenswerte Kontakte mit Kollegen und Kollegen aus den verschiedensten Disziplinen. Habe das extrem geschätzt und schätze es immer noch sehr, da die Köpfe zusammenzustecken. Auch eben internationale Kolleginnen und Kollegen. Und mein eigener Forschungsfokus liegt auf der Militarisierung des Cyberspace und ein bisschen auch KI mittlerweile, beziehungsweise vor allem, wie man das verhindern kann. Das ist wichtig dazu zu sagen. Ja, und meinem Vortrag möchte ich gerne eine Frage an euch, an Sie voranstellen, wer vielleicht weiß, wer dieser Mensch sein könnte oder gewesen ist. Das ist eine gemeine Frage. Das ist Otto Hahn. Otto Hahn hat gelebt von 1879 bis 1968, er war deutscher Chemiker, hat unter anderem 1945 den Nobelpreis bekommen in Chemie. Und neben anderen Dingen war Otto Hahn Mitbegründer und erster Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Der Grund, warum ich Otto Hahn hier voranstelle, ist, weil er unter anderem auch Initiator von einem Dokument gewesen ist, was mir sehr wichtig ist und was ich im Folgenden auch gleich ein bisschen präsentieren möchte, nämlich der sogenannten Mainauer Kundgebung, jetzt besser bekannt unter dem Begriff Mainauer Deklaration. Das ist ein Dokument, eine Erklärung, die im Rahmen der Nobelpreisverleihung herausgegeben wird seit 1955. Und damals, als es initiiert wurde, haben sich halt eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen explizit gegen die weitere Erforschung und den Einsatz von Nuklearwaffen ausgesprochen. Und dieses Dokument, und deswegen habe ich den ersten Satz, die Präambel, hier mit auf die Slide getan, beginnt mit einem sehr, sehr wichtigen Satz, den ich gerne nochmal vorlesen möchte. Nämlich, mit Freuden haben wir, die Unterzeichnenden, unser Leben in den Dienst der Wissenschaft gestellt. Sie ist, so glauben wir, ein Weg zu einem glücklicheren Leben der Menschen. Wir sehen mit Entsetzen, dass eben diese Wissenschaft der Menschheit Mittel in die Hand gibt, sich selbst zu zerstören.
Und Otto Hahn hat ziemlich genau gewusst, wovon er das spricht, weil er unter anderem 1938 mit seiner Forschung zur Kernspaltung dazu beigetragen hat, dass eben diese Nuklearwaffen entwickelt werden konnten. Und das war ein Thema, was ihn sozusagen sein Zeitlang des Lebens begleitet hat. Er hat sich unter anderem auch mit der Göttinger-Erklärung später immer wieder sozusagen für diesen friedlichen Einsatz oder den ausschließlich friedlichen Einsatz dieser Technologie stark gemacht. Aber er musste letztlich damit leben, dass die Büchse der Pandora geöffnet war, das Wissen war in der Welt, konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Und ich erzähle das hier ein bisschen, weil ich glaube, dass wir, dass Sie als Informatiker, Informatikerinnen, als Hexen, Hacker, als Nerds, Nerdinnen so ein bisschen vor einer ähnlichen Herausforderung stellen. Und das soll so ein bisschen auch der Fokus meines Vortrags sein. Denn wenn wir auf die Technologien schauen, die wir kreieren, beherrschen, dann sehen wir unter anderem mit dem Vorfall von WannaCry 2017, dass der Kram, mit dem wir uns beschäftigen, auch durchaus erhebliche Schäden anrichten kann. WannaCry hat sich wahnsinnig schnell ausgebreitet, deswegen die Slide mit den vielen blauen Punkten, das um das mal zu symbolisieren. Und natürlich waren jetzt sozusagen nicht die Auslöschung der Menschheit, sozusagen, stand jetzt nicht zur Debatte, aber die Schäden waren erheblich. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie kann das sozusagen, was Otto Hahn und was in der Mainauer Kundgebung damals niedergeschrieben wurde, die Präambel, wie kann ich das ins Heute übersetzen? Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Dann stelle ich mir die Frage, wie das, was wir schaffen, was wir erforschen, an dem wir arbeiten, friedlich und zum Wohl der Menschen eingesetzt werden kann. Und wie können wir uns dagegen stemmen, dass es eben Schaden zufügt? Und im Kern dieses Satzes steckt letztlich die Frage, was die Informatik, welche Verantwortung der Informatik in aktuellen Zeiten zukommt. Und ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich da gerne drei Punkte nennen, die mir besonders wichtig sind. Der erste Punkt, wir sind die Experten und Expertinnen. Was ich damit meine ist, dass der Raum, über den wir sprechen, der Cyberspace, funktioniert nach Regeln, die wir gestalten. Er funktioniert ausschließlich nach Regeln, die wir gestalten. Und die Dinge, die in diesem Cyberspace funktionieren, die ganze Software, der ganze Kram, wird von uns gestaltet, wird gemacht und wird definiert, wird festgelegt, wird weiterentwickelt von Ihnen, von mir, von den Kolleginnen und Kollegen. Das setzt uns aber auch in die Verantwortung, dass wir diejenigen sind, die diesen Raum verstehen. Und deswegen habe ich die Slide von dem Faxgerät draufgetan. Ein anderer wird sich vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen geisterte durch die Medienlandschaft, in wie vielen deutschen Amtsstuben noch Faxgeräte stehen. Und das kann man lächerlich finden, das kann man traurig finden, aber es ist ja vor allen Dingen ein Indiz dafür, wo wir als Gesellschaft mit unserer technologischen Kompetenz eigentlich stehen und wie viel Aufklärungsbedarf noch da ist. Und das ist etwas, was ich in meinen täglichen Arbeiten ganz oft feststelle, wenn ich mit Politikerinnen und Politikerinnen spreche, wie sehr oft ich sozusagen der Erklärer sein muss, wo ich Dinge wie IP, wie Cybersicherheit, wie Routing und so weiter, den ganzen Kram erkläre. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass eine große Offenheit da ist und eine große Dankbarkeit, wenn ich das tue. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir noch viel, viel stärker machen müssen, eben Technik erklären, da wo es nötig ist, vielleicht auch so ein bisschen auf Fragen einlassen, wo man denkt, oh Gott, das sollte doch mittlerweile jeder verstanden haben, aber eine Frage doof finden ist der beste Weg, um sie abzuwürgen. Das merkt man, wenn man Kinder hat, ich habe zwei Kinder. Und ja, das ist ein hartes Learning, sozusagen dann sich auf Fragen einzulassen, die Kids haben und anzusetzen und eben zu erläutern. Und weil wir die Experten und die Expertinnen sind für die Themen, ist es extrem wichtig, dass wir uns da einbringen, wo Dinge gestaltet werden. Wie ich schon sagte, der Raum funktioniert so, weil wir oder andere diesen Raum gestalten. Und wenn wir möchten, dass unsere Ideale, unsere Werte in diesem Raum wiedergespiegelt werden, in 5, in 10, in 20 Jahren, dann sollten wir da sein, wo genau diese Technologie sozusagen für die Zukunft erzeugt wird. Und der zweite Punkt, der damit sehr eng verbunden ist, der hat viel mit meiner Arbeit zu tun, da werde ich nachher noch ein bisschen mehr erläutern, ist, dass ich glaube, es ist extrem wichtig, der Politik noch ein bisschen mehr zuzuhören. Ich arbeite, wie gesagt, im Bereich der Rüstungskontrolle. Das ist ein Thema, wo man sozusagen präsentiert, dass man mit Menschen zu tun hat, die eher aus dem politischen Raum kommen. Ich bin da vielleicht ein bisschen verdorben. Aber was sozusagen notwendig ist, was ich ganz viel merke, ist, gerade in diesen Gesprächen, dass ich mich auf die Sprache der Politik einlassen muss. Und ein hervorragendes Beispiel habe ich selber erlebt, als vor so, sagen wir mal, 10, 15 Jahren in der Politik das Thema Internet ankam oder in der Politik von dem Begriff des Cyberspace gesprochen hat. Wenn ich damals auf einer technischen Konferenz von Cyberspace geredet habe, dann wurde ich für Internetausdrucker gehalten. Trotzdem war es der Begriff, den die Politik verwendet hat. Und auch da könnte man natürlich wieder sagen, ja, lernt erst mal die Technik.
Aber eigentlich möchte ich gar nicht von Politikerinnen nicht, dass sie die Technik verstehen. Das müssen sie gar nicht. Ich erwarte, mein Automechaniker erwartet von mir genauso wenig, dass ich weiß, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Wobei, vielleicht kriege ich das vielleicht noch hin mit Physik im Abitur. Aber wichtig ist mir in der Politik, dass sie zuhören. Das ist etwas, was ich erlebe. Die Bereitschaft ist da. Wenn ich mich bereit bin, auf diese Fragen einzulassen, wenn ich bereit bin, die Sprache, die da gesprochen wird, zu akzeptieren, vielleicht manchmal auch sozusagen die Sprache zwischen Technik und Politik auch ein bisschen zu übersetzen, dann kommt man in Debatten, dann kommt man in Gespräche, dann ist es möglich, Debatten zu gestalten, als eben nur an der Seite zu stehen und zu kritisieren. Das ist sehr leicht. Und wenn man auf Twitter unterwegs ist, erlebe ich das ganz oft. Und ich finde das furchtbar, ehrlich gesagt, wie die ganze Zeit nur gehässig gelächelt wird. Kann man machen, ist super, ist ein Echokammer, fühlt man sich super danach, aber damit wird man keine Debatten gestalten. Weil man im Zweifelsfall die Menschen vom Kopf stößt, die vielleicht wirklich was verändern wollen. Und der zweite, der Punkt, der mir heute noch sehr wichtig ist, ist, passt eben ganz gut zu dieser Echokammer, dass ja ganz oft von der Politik gesprochen wird. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer die Politik ist. Ich erlebe Menschen, ich erlebe Einzelpersonen mit ihren Problemen, mit ihren Zielen, mit ihren Werten, die manchmal nicht mit mir kongruent gehen, aber es sind Einzelpersonen. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann kommt man ins Gespräch. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist und wichtig ist mir daran, dass es jetzt nicht ein Plädoyer sein soll, nicht zu kritisieren. Ganz im Gegenteil, Kritik ist extrem wichtig. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir diejenigen sind, die die Technik verstehen, ist Kritik angebracht. Aber Kritik sollte im besten Fall etwas sein, was sozusagen einen Weg nach vorne gestaltet. Das heißt, jeder muss sich ein bisschen auch die Frage stellen, möchte man jetzt in die Fundamentalopposition gehen oder möchte er mitgestalten? Beides ist wichtig, verstehen Sie mich nicht falsch. Beides braucht es. Es braucht beides in einer guten Harmonie zueinander. Und wenn man mitgestalten möchte, und deswegen habe ich von der Rüstungsrolle gesprochen, und da gehe ich gleich noch ein bisschen weiter drauf ein, da muss man sich halt eben unter Umständen auf fremde Perspektiven einlassen. Man muss mit Menschen sich an den Tisch setzen, deren Werte man inhärent noch nicht teilt. Und in der Rüstungsrolle sind das militärische Kräfte. Die kann ich doof finden, okay, aber dann werde ich mit denen nie über Rüstungsrolle und über die Schritte, die man vielleicht gehen kann, um diese Technologie zu reduzieren, die Gefahren von der Technologie zu reduzieren, werde ich nie in die Gespräche hineintreten können. Und letztlich, deswegen habe ich das hier hübsch als Grafik drauf gemacht, das Thema Lobbyismus, furchtbarer Begriff, sehr verschrien, aber letztlich bedeutet Lobbyismus ja nur die Interessen vertreten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch sehr viel stärker tun sollten, aktiv und positiv die Interessen vertreten, die wir haben. Und ich weiß ein bisschen, das ist preaching to the choir, weil natürlich in dem Auditorium hier sind ja am ehesten die Menschen, die das sowieso schon tun. Um das Ganze nicht zu sehr abstrakt und moralisierend sein zu lassen, möchte ich ein bisschen davon erzählen, was es jetzt für meine Arbeit konkret bedeutet. Wie gesagt, ich bin in der Rüstungskontrolle seit vielen Jahren aktiv und die Rüstungskontrolle oder der Kerngedanke von Rüstungskontrolle, für alle, die es vielleicht nicht so vertraut damit sind, ist letztlich, dass Rüstung in irgendeiner Form immer asymmetrische Kräfteverhältnisse schafft. Das heißt, sie haben immer einen Stärkeren, der im Vorteil ist, der sozusagen Anreiz hat, diesen Vorteil zu nutzen, zwar militärisch zu nutzen. Und sie haben einen Schwächeren, der sozusagen in einer gewissen Sicherheitsbedrohung steht, dadurch Anreiz hat, sozusagen irgendwie anders versuchen, diese Bedrohung abzuwenden. In jedem Falle laufen sie aber sehr schnell in Rüstungsspiralen hinein, weil beide Seiten immer wieder versuchen, einen Schritt vor dem anderen zu sein. Und der Ansatz von Rüstungskontrolle ist jetzt zu sagen, okay, diese Dynamik wollen wir nehmen, wir wollen sie bremsen, dann wollen wir sie vielleicht auf ein Niveau bringen, wo sozusagen beide Akteure sagen, okay, damit können wir leben, beispielsweise nukleare Sprengköpfe. Ein nächster Schritt besteht darin zu sagen, okay, dann sagen wir, beide Seiten geben 1000 davon auf, also den Schritt ein bisschen weiter zurückzugehen und im allerbesten Falle sozusagen am Ende auf die Technologie komplett verzichten zu können, wenn beide Seiten darauf verzichten. Aber da steckt viel Optimismus drin, das ist mir vollkommen klar. Und Abrüstung ist der letzte Schritt von diesen vier Stufen und wird oft auch nur unter sehr, sehr optimalen Bedingungen erreicht. Und sehr oft sind es 2 Schritte vor, 3 zurück und im Augenblick sind es 4 Schritte vor und vielleicht einen halben Schritt nach, 4 Schritte zurück und vielleicht einen halben Schritt nach vorne. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, weil das irgendwie doch ein bisschen eine technische Konferenz ist, zumindest technisch angehaucht, was kann jetzt die IT vielleicht in diesem Bereich tun? Was versuche ich in diesem Bereich zu tun? Dann kommt das bei der Rüstungskontrolle eine Sache sehr entgegen, nämlich das Prinzip der Verifikation. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Staaten an den Tisch setzen und irgendein dickes Papier unterschreiben und sagen, ja, wir verzichten drauf, wir wollen nicht, dann machen Sie das nicht auf einer Vertrauensbasis, weil die Situation eher dadurch geprägt sind, dass Sie sich halt eben nicht vertrauen,
sondern sie machen das, indem sie solche Verträge absichern mit sogenannten Verifikationsmaßnahmen, also konkreten, praktischen Maßnahmen, wie beide Seiten jeweils sich auf die Finger schauen können und kontrollieren können, ob sie sich an die Abmachung halten. Und das populärste Beispiel dafür ist die IAEA und der Iran-Deal. Die IAEA ist die Internationale Atomenergiebehörde, ist ein Institut der UN und die eben kontrollieren im Iran halt Nuklearanlagen. Und zwar kontrollieren sie sozusagen, ob der Iran sich daran hält, dass er die Nuklearproduktion oder die Uranproduktion, die Plutonium ist es glaube ich, auf dem Niveau hält, dass es halt zivil genutzt werden kann, aber eben nicht für militärische Zwecke genutzt werden kann. Und sie machen das, indem sie mit Sensoren regelmäßig durch Anlagen laufen, Kameras aufstellen, Dinge verplomben, Dinge ausmessen, Dinge schauen, okay, die stehen jetzt hier, sind sie in einem halben Jahr immer noch da, gibt es neue Türen, gibt es neue Kabel in Anlagen und so weiter. Das heißt, es ist Hardcore-Naturwissenschaft, was da betrieben wird. Und das ist der Punkt, wenn wir jetzt auf den Cyberspace schauen, das Thema, mit dem ich mich beschäftige und mich da frage, was kann ich als IT-Lehrer sozusagen da beitragen, dann ist es letztlich genau, da sehen wir sozusagen, dass viele Prinzipien von der Rüstungskontrolle für den Cyberspace so nicht funktionieren. Wir haben Dinge, wir können Dinge nicht zählen, wir können Dinge nicht anfassen, wir können nicht sagen, okay, der stand vor einem halben Jahr hier, steht es immer noch hier, das ist alles extrem schwierig. Und an der Stelle steht eigentlich die Rüstungskontrolle für den Cyberspace. Wir haben auf der einen Seite, sehen wir, dass militärische Kräfte das nutzen und wir haben gleichzeitig eigentlich extrem dünne oder sehr wenige Antworten, was man als IT da eigentlich sozusagen dem entgegenhalten kann. Und das beginnt im Prinzip sogar schon bei der Frage, dass wir sagen, okay, wir wollen das irgendwie regulieren, dann wollen wir natürlich verhindern, dass es überreguliert wird. Das heißt, die Frage, was ist denn eigentlich Cyberwaffe? Ab wann ist ein Stück Software eine Cyberwaffe? Denn sowas wie Penetration-Testing-Tools wollen wir natürlich ganz klar auch ermöglichen, weil es für Zivilzwecke extrem wichtig ist. Gleichzeitig wollen wir natürlich verhindern, dass sozusagen das im militärischen Bereich eingesetzt wird, um fremde Systeme aufzumachen. Und das ist letztlich das, was ich versuche, wofür ich gerade hier plädiere. Auf der einen Seite ein ganz klares Verständnis der Technik und das zu verbinden mit dem Verständnis, mit dem hinreichend guten Verständnis der Politik und auf Basis dessen dann Lösungen zu arbeiten. Und das kann darin bestehen, Arbeiten, die wir im Lehrstuhl machen, ist sich zu überlegen, eben wie genau, was kann eine Cyberwaffe sein, wie kann man ein Klassifikationssystem jetzt entwickeln. Das kann darin bestehen, sich Gedanken zu machen, wie Stockpiles von Exploits, die Nachrichtendienste und Militärs horten, wie kann man die vielleicht abgleichen, um sie abzubauen? Oder wie kann Schadsoftware und deren Einsatz und Weiterverbreitung getrackt werden? Und eine letzte Sache in Bezug auf die Verantwortung möchte ich gerne noch erwähnen, die insbesondere mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine nochmal deutlich geworden ist, habe ich hier auf das Slide betitelt mit und plötzlich ruft die Presse an. Das heißt, der Krieg Russlands begann ja damit, dass es ein paar Cyberattacken, unter anderem ein paar Cyberattacken gab gegen das Satellitennetzwerk. Und bei uns klingelten plötzlich die Telefone, sprichwörtlich, und die Presse rief an und wollte wissen, was bedeutet denn das? Was bedeutet das für die Ukraine, für die Zivilbevölkerung? Was bedeutet das für den Krieg? Wie geht es weiter? Was bedeutet das für Russland? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Enorm viele Fragen. Wir waren total herausgefordert, mit dieser Flut an diesen Anfragen sozusagen erstmal klarzukommen und auch da wieder ganz viel erklärbar sein zu müssen und Erklärbärinnen. Das heißt, wir haben sozusagen auf der einen Seite mit der Presse ganz viel zu tun gehabt und da sozusagen mit unserer Kompetenz Dinge eingeordnet, Dinge bewertet. Gleichzeitig haben wir durch die Kontakte zu der Politik und die Politikerin haben wir natürlich genauso die gleichen Fragen gehabt, weil durch diesen Angriff Russlands doch ein paar sicherheitspolitische Vorzeichen sich durchaus geändert haben. Auch da gab es eine Menge Aufklärungs- und Gesprächsbedarf. Und nicht zuletzt unsere Studenten an der Universität selber. Wir haben zweieinhalb große Veranstaltungen ausgerichtet, damals noch mit Zoom-Meetings, wo wir einfach gesagt haben, okay, komm, wir machen eine große Runde und wir tauschen es aus über den Schock, unter dem wir stehen, über die Fragen, die wir haben. Und dann haben wir versucht, als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl eben genau das einzuordnen und zu bewerten. Damit komme ich eigentlich schon zum Ende der Keynote und die Frage, was nun oder und nun? Jetzt habe ich 20 Minuten lang den moralischen Zeigefinger erhoben. Trotzdem hoffe ich, dass Sie mir glauben, und deswegen habe ich von meiner eigenen Arbeit gesprochen, dass die Dinge, über die ich hier gesprochen habe, Dinge sind, die mir in meiner eigenen Arbeit wichtig sind, die mir deutlich geworden sind, mit der ich versuche, meine Arbeit zu betreiben und hoffentlich auch ein paar Dinge voranzubringen. Nämlich sozusagen aufklären, erklären, Technik dargestalten, wo sie gebraucht wird, da wo wir sind. Echo kann man verlassen im besten Falle, um in Gespräche zu kommen mit denjenigen, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Und Lösungen am Bedarf orientieren. Denn letztlich, und das ist das, was ich gerne, dass Sie es mitnehmen, sind wir ja die Lobbyisten und die Lobbyistinnen für eine friedliche Entwicklung des Cyberspace.
Dankeschön.